Thank you.
Freunde hierher gekommen, um mir, Thomas Günzer, zuzuwinken. Ihr Henkerscherben, lasset ab von mir! Günzer, der Henker wird dich kriegen. Da gibt's keine Frage. In einer Stunde oder in anderthalb ist es vollendet. Münzer, ich sehe dich gemeinsame Sache machen mit dem Satan, dem Weltverderber. Aber wehe dir, in Frankenhausen erwischen wir dich. Scharfrichter, du wirst da dein Tun handeln. Aha, Luther, Bruder Mastschwein, hast dir den Banz vollgefressen und hast dich vollgesoffen? Ja, warum denn? Ja, willst du nicht erkennen, warum wir Aufruhr machen? Wir wollen doch die Welt zum Besseren verändern. Wir wollen sie zum Besseren wenden. Aber du schmeichelst mit den Fürsten, du schmeichelst mit den Geistern, die über dir stehen. Ja, so kenne ich dich. Du,
Leute hier so. Aber man könnte doch hier wie so ein LED machen. Thank you.
jetzt kommt Licht. Jetzt kommt Licht. So, zur Alte Münzer, ich bin der Erste. Ich habe die Reformation eingeführt und nicht du. Ich, Martin Luther, geboren 1483 zu... Weißt du, das ist kein Stoff? Hallo, Techniker. Heiko, er braucht Stimme. Aber was wäre die Aufführung ohne diese kleinen Stimmigkeiten, die noch geregelt werden müssen? Gut, jetzt bin ich dran. Du hältst den Mund. Nicht so schnell. Gut. Jetzt. Ich, Martin Luther, geboren 1483 zu Eisleben, trat nach eifriger Überlegung in den Augustinerorden ein und wurde Mönch. Ich lebe im Kloster in Wittenberg und bin an der dortigen Universität Professor. Ich bin durchaus gern Mönch und lebe nicht gegen meinen Willen im Kloster. Doch da muss ich im Juni 1517 ein öffentliches Schreiben meines obersten theologischen Dienstherrn, Erzbischof Albrecht von Magdeburg, lesen. Gewährt er darin doch den Menschen Ablass von ihren Sünden und das ganze Gegengeld. Die Einnahmen sollen dem Bau der Peterskirche in Rom zugutekommen. Da habe ich mich entschlossen, 95 Thesen über den Ablass und die Befugnisse des Papstes zu verfassen. Die 95 Thesen kamen an die Schlosstür zu Wittenberg. Das werden wir jetzt auch hier tun. Frankenhausen hat auch diese Türen. An der Universität gab es einen Menschen, von dem ich glaubte, er sei ein Anhänger meiner Ansichten und Freund, Thomas Münzer. Und jetzt, denke ich mal, ist der Thomas auch gut verkabelt und kann seinen Part übernehmen. Ja, jetzt bin ich verkabelt. Mein Gott, verdammte Technik. Ich habe dir gesagt, du sollst das nicht so toll aus dir herausbrüllen. Langsam, sachte, Gemach, Gemach. Das ist unsere Zeit. Aber ich sehe schon, du hast die Thesen an die Tür geschlagen. Ja, jetzt noch mal zur Geschichte. Ich wurde ja irgendwann im Harz geboren, in der kleinen Stadt Stolberg. Ich weiß es nicht ganz genau. Es ist auch nicht so genau nachzuvollziehen in den Büchern. Es war vielleicht so um 1489. Meine Eltern, sie sorgten sich natürlich wie alle Eltern um meine Zukunft. Sie gaben mir das mit auf dem Weg, was ich dann später auch getan habe. Sie sorgten für eine gute Ausbildung und so studierte ich in der Universität zu Leipzig und Frankfurt Oder und nach dem Studium wurde ich in Halberstadt zum Priester geweiht. Einige Jahre drauf, da hörte ich von Luthers Thesenanschlag. Ihr seht ja hier die Tür, er hat sie angeschlagen zu Wittenberg. Da hat er es öffentlich gemacht für all das Volk, was da in Wittenberg auf den Füßen war. Und da dachte ich mir, mein Gott, Herr Luther, ich bewundere dich. Ich werde hinter dir stehen. Ich bete dich an, du mein Luther. Ja, und dieser Thesenanschlag, der war gut. Bald eilte ich in die Residenz der Kurfürsten von Sachsen. Hier wurde ich also zum Lutheraner. Martins Mut und seine Meinung vor dem allmächtigen Kaiser in Worms zu vertreten, das imponierte mir unheimlich. Bald, wie gesagt, haben wir uns auch getroffen. Das sollte sich auch lohnen, denn der Martin, der vermittelte mir eine Fachstelle in Zwickau. Jedoch stiftete ich schnell Unruhe in der Stadt. Ich bin nun mal der Unruhestifter des Mittelalters. Ich, Thomas Münzer. Ich machte Stimmung gegen die reichen Säcke im Stadtrat. Das brachte den Martin in Wittenberg in Wallung. Er wurde rasend vor Wut. Er verfärbte sich. Und ich wurde dort als Pfarrer entlassen. Der Thomas ist ein blitzgescheiter Kerl. Doch er ist ein unruhiger Geist.
Überall, wo ich ihn hingesendet habe, verbreitet er aufrührerische Ansichten. In Zwickau ging er dann so weit, dass unser sonst so ruhiger Dienstherr, Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen, uns aufs Dach steigen wollte. Da musste ich die Reißleine ziehen und den Thomas ins Exil befördern lassen. Da war's vorbei mit unserer Freundschaft, die quasi nie. Doch ich konnte in den Anfangsjahren der Reformation jeden mir gut gesonnenen Menschen wohl gebrauchen. Trachtet mir doch Papst und Kaiser nach dem Leben. Auf dem Reichstag in Worms sollte ich meine ketzerischen Ansichten widerrufen. Doch ich hielt selbst dem Kaiser stand und blickte in sein Angesicht. Nunmehr in die Reichsacht getan, kam ich als Flüchtling auf der Wartburg in Sicherheit. Auf der Wartburg tat ich unbewusst sogar etwas für die deutsche Sprache. Ich übersetzte die Bibel. Tja, das hat er doch gemacht, der Luther. Der Martin hat die Bibel übersetzt. Und im Jahr 1523 erhielt ich dann in Altstädt eine Anstellung als Pfarrer, während der Martin unbedingt Mönch bleiben wollte. Ihr seht es ja noch an seiner Mönchskutte, die er trägt. Ich tat einen verpönten Schritt. Ich heiratete eine entlaufene Nonne. Meine Auserwählte Ottilie von Gersen schenkte mir bereits nach einem Jahr ein Kind. Sie lief mir hinterher. Sie warf sich praktisch an mich und wir gemeinsam, das hat uns ja der Luther ermöglicht durch diese Reformation. Ich war ja Pfarrer und sie eine Nonne. Wir haben dann auch geheiratet. Ja, hielt ich doch unbeirrbar fest. Ich war überzeugt, dass sich das Reich Gottes auf Erden im Kampf herbeiführen lassen könnte. Allerdings musste ich es selbst in die Hand nehmen. Wie überall wiegelte ich natürlich die Bevölkerung auf. Die Altstädter Zeit ging auch hier schnell zu Ende. Die sächsischen Fürsten ließen mich verhören, bevor sie zu meinem Urteil kommen konnten. Setzte ich mich sicherheitshalber in die freie Reichsstadt Mühlhausen ab. Okay. Obwohl es mir Kurfürst Friedrich der Weise verboten hatte, ich verließ die Wartburg unerlaubt. Überall im Kurfürstentum Sachsen gärte es. Die radikalsten meiner Anhänger stürmten in die Kirchen, zerschlugen Heiligenbilder und Madonnen. Und ganz unbeteiligt war auch der Thomas in Altstädt nicht. Ich eilte durch das Land und suchte für Ruhe zu sorgen. Wo nicht möglich, drängte ich die Fürsten zur Ausweisung meiner eigenen Anhänger. Natürlich ließ ich auch den Thomas in Altstädt nicht schalten und walten, wie er wollte. Meine Ansichten über ihn fasste ich in meiner Schrift wieder den aufrührerischen Geist zu Altstädt zusammen. Zwar untersagten mir die sächsischen Fürsten, ich sollte weiter gegen ihn auflehnen, doch den Aufruhr in Altstädt und das Volk konnten sie nicht mehr beruhigen. Es war zu spät. In Thüringen sollten die Auswirkungen besonders 1525 in der Stadt Frankenhausen wirksam werden. Thomas? Tja, was mir bislang nur ansatzweise glückte, sollte in Mühlhausen vorübergehend zum Erfolg werden. Wir setzten den alten Rat einfach ab und beriefen den ewigen Rat. Ich wurde zur religiösen und politischen Führungsfigur. Es sollte gerecht zugehen, doch die Obrigkeit sollte allerorten weichen. So zogen wir los und plünderten die Burgen und die Klöster. Wir brandschatzten. Das brachte den Martin in Wittenberg in Rage. Erst war er auf Seiten der Bauern, dann gegen sie. Nun fordert er die Fürsten regelrecht auf, wieder die Bauern mit Gewalt vorzugehen. Ich habe es gleich gewusst, der Martin ist und bleibt ein Fürstenknecht, gar eine Fürstenhure, kann man sagen, weil er ihnen alles das macht, was die Fürsten gerne hätten. Ein bisschen reformieren, aber ja, nichts verändern. Und die armen Leute sollen allein für ihre Besserung eintreten oder beten. Beten allein hilft nicht. Ich, Thomas Münzer, ein Knecht Gottes, sage euch, dran, solange das Feuer heiß ist, und das ist heiß heute Abend hier, lasst euer Schwert nicht kalt werden.
Erlahmet nicht, reißet ihnen die Burgen nieder. Es ist nicht möglich, solange sie leben, dass ihr eure Furcht verlieren könnt. Dran, dran! Gott geht euch voran. Folget, folget! Jetzt eile ich nach Frankenhausen zu meinen Haufen und werde dort mit meinen Bauern ein Heer aufstellen und die Wagenburg auf dem Schlachtberg errichten. Das werde ich machen. Der Thomas übertreibt. Der Thomas übertreibt die Sache nur allzu sehr. Treulos und meineidig sind die Bauern geworden. Rauben und plündern tun sie und denken dabei nur an sich selbst. Sie nennen sich eine christliche Vereinigung. Dabei missbrauchen sie den Namen Gottes. Habe ich sie nicht ermahnt, sich mit der Obrigkeit zu vertragen? Verhandeln und nicht kämpfen sollen sie. Da blieb mir doch nichts anderes übrig, als die Fürsten aufzurufen, auf die Aufrührer einzuhauen, zu würgen und zu stechen. Und dieser Erzteufel zu Mühlhausen, der sich Thomas Münzer nennt, verführt sie aller Orten. Das ist nicht meine Vorstellung von Reformation. Wo kommen wir denn hin, wenn alle dem Thomas folgen? Er sieht doch selbst, dass es in Mühlhausen nichts wird. Nichts als Verderben bringt er den Menschen. Dabei kann er, der Thomas, froh sein, dass unser Landesherr Friedrich der Weise ein friedliebender Mensch und Fürst ist und bis jetzt nicht zu den Waffen gerufen hat. Ja, er sieht im Handeln der Bauern, der einfachen Menschen, gar ein Gottesurteil. Doch wehe, wenn er stirbt. Die anderen Fürsten rüsten bereits. Und vor Frankenhausen werden sie sogar ihre religiösen Unstimmigkeiten begraben. Tja, ihr lieben Leute, in Frankenhausen, da geht es drunter und drüber. Sie haben kaum Ordnung im Haufen. Nur mit Mühe gelingt es mir, fast ausnahmslos für meine Vorstellung, alle zu gewinnen. Dafür müssen auch mal Köpfe rollen, sag ich euch. Es wird nicht viel Federlesen gemacht mit katholischen Gefangenen. Der Kampf gegen die nahenden Fürsten wird nicht leicht werden. Das ist wirklich so. Hat sie doch der Martin zur Gewalt aufgerufen und ihnen auch eine christliche Legitimation erteilt. Mein Gott, der Martin fällt mir wieder in den Rücken, aber das bin ich ja gewöhnt von ihm. Auch im Frankenhäuserhaufen hat er Anhänger. Aber dem Aufruf der Fürsten, mich auszuliefern, wollen nur die wenigsten folgen. Mit dem Kämpfen haben wir es nicht, meinen die einen. Aber wir müssen kämpfen. Wir wollen nicht verhandeln. Nein, die Fürsten brechen den Waffenstillstand. Landgraf Philipp von Hessen lässt die Geschütze auffahren. Und Herzog Georg von Sachsen, er lässt die Kanonen sprechen, verspricht seinen wankelmütigen Knechten, die Stadt zur Plünderung preiszugeben. Es gibt kein Halten mehr. Alles flieht in die Stadt hinein. Wir werden beschossen auf dem Berg. Die Kanonen, sie donnern los. Es hat geregnet. Der Himmel hat sich geöffnet. Ein Regenbogen erschien. Und wir knieten alle nieder. Wir danken dem Herrn. O Herr! Es ist ein Zeichen für uns, für die Regenbogenfahne. Die Regenbogenfahne, sie schwenket sich über der Stadt und auf dem Berg. Aber die Fürsten, sie haben hineingeschossen in unseren betenden Haufen. Es war ein Hauen und Stechen, Tausende liegen da nieder und ringen um ihren Tod. Die Hessen nehmen mich gefangen. Herzog Georg ist unerbittlich. Ich wäre ein Lutheraner und damit ein Ketzer, hat er behauptet. Für Ketzer gibt es in seiner Welt kein Erbarmen. Doch ehe der Tag zu Ende geht, werde ich meinen ärgsten Feind, Graf von Mansfeld, gegenüberstehen und ausgeliefert. Er wird mich foltern. Die Folter wiegt schwer und ich kann nur noch um Worte ringen. Widerrufen tue ich nicht. Nein! Am Volke zweifle ich nicht. Bleibt mir nur Frau und Kind anzubefehlen. Gott. Mögen sie eine bessere Zukunft haben. Oh, meine Ottilie und mein Kind. Ihr Fürsten, ihr könnt doch meinen Thomas nicht dafür richten, für das, was ihr hättet in der Welt verbessern können. Ihr hattet es in der Hand. Aber nein, ihr habt die Winke der Reformatoren nicht verstanden.
Ihr hättet die Welt verändern können, aber ich sage euch, der Kaiser, der rüstet. Die Schlacht nach Frankenhausen wird nicht den Frieden bringen, den ihr euch erhofft. Nein. Und wenn der Kaiser stark genug ist, dann wird er gegen alle kämpfen, gegen alle Reformatoren und auch gegen euch lutherischen Fürsten. Thomas, Thomas, was soll aus mir und dem Kunde werden? Ich muss fliehen. Ottilie, meine Ottilie, nein, verlasst mich nicht. Nein, bleibet bei mir, meine Ottilie. Ich liebe sie, mein Weib, mein Holdes. Die Schergen, nein, sie stürzen sich auf mich und ich muss jetzt hinein. Ja, hinein in den Käfig. Schiebt nicht so, ihr Ritter. Ich bin ein alter Mann. In Frankenhausen haben die Fürsten recht getan. Sieh, Thomas, was du angerichtet hast. Ihre Männer erstochen, ihre Frauen gemetzigt, ihre Kinder elternlos. Dich haben sie auch erwischt. Nun gibt es im gesamten Sachsenland keinen Reformator mehr neben mir. Das macht einsam, sogar in zweierlei Hinsicht. Ottilie! Alle anderen Reformatoren haben sich ein Weib genommen. Meine liebe Ottilie! Thomas! Ja! Nein! Nein! Nein, verschont sie, verschont meine Ottilie und mein Kind, ich bitte euch, nehmt mir das Leben, schlagt mir den Kopf ab, aber meine Ottilie, lasst sie am Leben, Ottilie. Oh, ihr Herren Henker, versündigt euch nicht an mir, ich sage es euch. Münzer, deine letzte Stunde. Ottilie! Und auch hier in Wittenberg ist eine entlaufene Nonne angekommen, die mich sehen will. Katharina von Bora heißt sie. Ein energisches Weib. Ich werd's wagen und ehelichen. Zeit habe ich ja nun genug. Das Volk will nach dem Bauernkrieg meine Predigten kaum noch hören. Und selbst die Fürsten gehen ihren eigenen Weg. Vom Mönch zum Familienvater ist gar nicht so verkehrt. Die Katharina, meine Käthe, schafft Abwechslung. Und auch ein bisschen helfe ich damit, die Verluste im Bauernkrieg auszugleichen. Und